Zu der blockorientierten Modellierung möchte ich hier ein Beispiel betrachten in LTSpice. Tatsächlich hätten wir das auch in MATLAB Simulink modellieren können, aber ich möchte das hier zum Vergleich mit dem geschalteten Modell machen. Deswegen habe ich das in LTSpice gemacht. Das heißt, wir haben hier oben unser blockorientiertes Modell, was wir abgeleitet haben. Das heißt, hier diese nichtlineare Multiplikation d mal ue. Dann haben wir hier unsere beiden Integratoren. Der erste hier für die Induktivität, der zweite hier für die Kapazität. Wir haben die Rückführung der Ausgangsspannung, das heißt, diese erste Summation hier vorne ergibt d mal ue. Hier hätten wir ua dran, ua Mittel, dann wäre hier sozusagen die Spannung ul Mittel ist gleich d mal ue minus ua. Hier unten ist eigentlich ein Minuszeichen drin, also eine Subtraktionsstelle. Das heißt, dieser erste Term modelliert hier diese Induktivität. Das heißt, hier ist unser Integrierer. Hier ist der Vorfaktor 1 durch L. Und wir kriegen dann am Ausgang raus den Mittelwert des Stroms durch die Induktivität. Der zweite Block hier ist wiederum dieser Integrator. Und hier vorne 1 durch C die Kapazität. Die Subtraktionsstelle hier vorne modelliert jetzt unsere Knotenregel. Das heißt, der Strom, der hier in den Kondensator reinfließt, ist auf der rechten Seite dieser Subtraktionsstelle IC Mittel. Es fließt hin IL Mittel minus UA durch R. Das heißt hier IA Mittel und dann ist IC Mittel IL Mittel minus IA durch R. Das heißt, diese Subtraktionsstelle modelliert hier diesen Knoten. Diese Subtraktionsstelle modelliert jetzt diese Masche hier. Und damit haben wir also unser Blockmodell abgeleitet. Und jetzt wollen wir das hier vergleichen. Wenn wir die Zeitverläufe hier mal simulieren, tatsächlich diese Blöcke in LTSpice habe ich selber gebaut, mit einem Rechtsklick auf diesem Multiplikationsblock, das sind einfach nur gesteuerte Quellen, die jetzt mehr oder weniger hier ausgewertet werden. Das heißt, dieser Multiplikationsblock misst die Spannungen x1 und x2 nach Masse und hat dann hier eine gesteuerte Stromquelle, die einen Strom erzeugt vom Wert Spannung am Knoten x1 nach Masse multipliziert mit der Spannung am Knoten x2 nach Masse. Und weil wir hier einen 1-Ohm-Widerstand haben, wird dann die Spannung hier über diesem 1-Ohm-Widerstand gerade das Produkt dieser beiden Einzelspannungen sein. Und in ähnlicher Art und Weise kann man auch so Integralbauelemente modellieren. Das heißt, hier wird sozusagen die Eingangsspannung gemessen, erzeugt einen Strom mit einer Verstärkungsfaktor von 1. Das heißt, der Spannungswert entspricht gleich dem Stromwert. Wir haben eigentlich bloß eine Einheitenänderung und dieser Strom lädt einen Kondensator und wir wissen, der Kondensator integriert den Stromverlauf auf, um seine Spannung zu kriegen. Und so ist dieser Integrator modelliert und so kann man dann auch in LTSpice zum Beispiel blockorientierte Simulationen durchführen. Machen wir das mal und vergleichen das jetzt mit dem geschalteten Modell in der Hoffnung, dass wir also Ähnliches sehen wie bei dem Vergleich mit dem PWM-Switch-Modell, weil wir ja hier oben sozusagen auch ein Mittelwertmodell nachgebildet haben. Ich habe dann hier mal das Ergebnis dieser Simulation dargestellt. In Rot sind die Verläufe aus dem blockorientierten Modell, das heißt hier die Spannung UA und der Strom IL. Hier allerdings gemessen sozusagen als eine Spannung, das heißt in meinen Blöcken, die hier oben drin sind, sind alle Werte Spannungen bezogen auf Masse. Deswegen rechne ich hier die Spannung um in einen Strom, indem ich es einfach multipliziere mit 1 Volt durch 1 Ampere. Das 1 Volt kürzt sozusagen die Einheit der Spannung raus und das 1 Ampere bringt die Einheit des Stromes rein. Dann kann man es nämlich direkt vergleichen als Strom in diesem Plotfenster. Und die blauen Größen sind die Spannung des geschalteten Modells, die Spannung UAS und der Strom IL, der hier durchfließt. Das heißt tatsächlich, eigentlich wäre jetzt hier das rote IL Mittel und das hier wäre UA Mittel, weil das ja ein Average-Modell ist. Und was wir jetzt hier sehen in der Simulation, ist im Prinzip eine sprungförmige Änderung des Tastverhältnisses von 40% auf 50%. Das heißt, wenn wir einen idealen Tiefsatzsteller betrachten, 0,4 mal 12 Volt ist unsere Eingangsspannung von 4,8 Volt auf 0,5 mal 12 Volt auf 6 Volt sollte die Ausgangsspannung springen. Sieht man auch sehr schön hier unten an dem Verlauf. Und jetzt wollen wir das hier betrachten, wie das jetzt wieder gleich modelliert. Dazu zoome ich mal rein. Und dann sehen wir hier sehr schön, wie bei diesem Average Modell im Stromverlauf wie in dem Spannungsverlauf. Im Spannungsverlauf sieht man nicht viel, aber im Stromverlauf sieht man das sehr schön, dass jetzt hier dieser rote Verlauf dieser leitende Mittelwert ist, dieser dynamische, langsam veränderliche Mittelwert von dem blauen Verlauf. Das heißt, dieses Blockmodell oben beschreibt genauso wie das Mittelwertmodell diese kleinen, diese dynamischen
Veränderung hat aber sozusagen nicht mehr die Information über den Schaltvorgang drin. Das heißt, diese dreieckförmige Welligkeit, die wir hier in dem geschalteten Modell haben, geht verloren. Aber man sieht es sehr schön auch hier im Verlauf der Ausgangsspannung. Vielleicht sieht man es hier ganz leicht, dass die Kurven mehr oder weniger übereinander liegen. Haben wir hier dasselbe dynamische Verhalten und können damit jetzt Regler auslegen. Das heißt tatsächlich, dieses Blockmodell, wenn wir es zum Beispiel in Simulink einsetzen, können wir benutzen, um dann damit dort einen Regler zu dimensionieren. Und es entspricht nichts anderem als auch unserem schaltungstechnischen Mittelwertmodell, wo wir hier den Schalter und die Diode jeweils durch gesteuerte Quellen ersetzt haben. Das heißt, das ist eigentlich nur eine andere Darstellungsweise, die sich halt der Mittel der Regelungstechnik bedient, wo wir häufig ja diese blockorientierte Darstellung wählen, um dynamische Systeme zu beschreiben.